Hallo Leute, und wir sind ja wieder bei Pflanzen gegen Zombies. Ich schaue mir gerade nochmal die Achievements an. Fängfuchs, ja. Das meiste kann ich noch nicht machen. Wir waren damit stehen geblieben, dass wir den Duplinator freigeschaltet haben, was mich freut. Und jetzt können wir ihn auch endlich mal benutzen. Und da kommt der Eimer-Zombie. Auf jeden Fall nehme ich die hier. So. Der wäre zwar gut gegen den Eimer-Zombie, aber ich glaube, ich nehme doch lieber die Kartoffelmine. Und... Ach komm, den Schnapper. Pflanzen. Okay. So. Das hier ist jetzt das letzte Level in der im Garten. Bei Level 10 kommt noch mal so ein interessantes Minispiel, so wie bei Level 5. Und das ist sehr schön, weil ich mag Minispiele. Und das ist sogar ein besonderes, das mir sogar Spaß macht, was ich immer wieder spielen könnte. So. Da ist die Kartoffelmine. So, wo kommen jetzt diese Zombies? Ja, gleich an derselben Stelle. Boom. Jetzt gibt's Kartoffelbrei. Mir fällt gerade was auf. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Pflanze ich vorne und hinten mache. Die Hagelzuckererbse oder die Duplinator. Sind beide nämlich ziemlich gut, der Duplinator und die Hagelzuckererbse. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Aber ich glaube, ich setze die Hagelzuckererbse hinten. Weil die Zombies einfriert und das ist einfach... Naja, wichtig. Aber wenn ich die Erbsenkanon hier machen würde, dann wären sie zu weit vorne. Man sieht schon, die Zombies kommen bis hierhin, das heißt, hier ein Pylon-Zombie könnte die ganz leicht aufhapseln. Und da kommt auch schon der erste Sprung-Zombie. Mäh. Und da kommt auch die Hagelzuckererbse. Yay! So. Du gehst jetzt sterben. Haha, jetzt ist der zum zweiten Mal in seinem Leben gestorben. Wenn man es dem Leben nennen kann. Also Erbsenkanon brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Hackelzuckererbse, ich will warten, bis da... Ja, hier unten kommt einer. Also gegen stärkere Zombies, da ist es wirklich empfehlenswert, die einzufrieren. Wie zum Beispiel beim Eimer-Zombie. Ein eingefrorener Eimer-Zombie ist nicht so schlimm wie ein normaler Eimer-Zombie. Der kriegt dann auch doppelt so viel Schaden, weil halt die Pflanzen auch dann halt sozusagen doppelt so schnell schießen. Nur weil der Zombie ja nicht so weit kommt. Hier kommt eine riesige Welle von Zombies. Ich würde jetzt so gerne mal in die... Es wäre cool, ja, wenn man hier in die Ego-Perspektive wechseln könnte und sehen könnte, was da vorne schon alles kommt. Das wäre lustig. Das wäre witzig. So, hier kommt der Duplinator. Der sieht auf jeden Fall schon mal cooler aus wie die Erbsenkanone. Und auch ein bisschen gefälscher. Und er schießt zwei Erbsen auf einmal. Und das ist cool. Kostet genauso viel wie zwei Erbsenkanonen, lädt sich aber insgesamt so schnell auf wie eine Erbsenkanone und braucht auch einen Platz weniger. Deswegen lohnt es sich eigentlich. Aber im Endeffekt ist es eigentlich genauso effektiv. Aber ich mag es trotzdem lieber. Lieber ein Duplinator als zwei Reihen Erbsenkanonen. Da unten kommt auch schon der erste Eimer-Zombie, aber den ignoriere ich mal. Ich habe ja dort einen Duplinator. Der wird den wegbashen. Ich könnte zwar jetzt auch eine Kartoffelmine oder einen Schnapper machen, aber ich will euch zeigen, dass das sehr gut funktioniert. Man sieht schon, der Eimer fällt ihm schon gleich im ersten Feld ab. Ja,
Jetzt ist es nur noch ein normaler Zombie. So. Und jetzt. Und jetzt würde ich sagen. Ich glaube, ich mache eine Reihe Schnapper. Warum nicht? Ein paar Instant Kills kann nicht schaden. Okay, ich hätte doch eher die Walnuss gebraucht als die Kartoffelmine. Ich sehe es ja ein. Das Level geht ja recht schnell zu Ende. Habe ich das Gefühl. Ich weiß, mit dem Schnappern ist jetzt nicht so die gute Idee. Normalerweise hätte ich hier noch Duplinatoren gemacht. Oder die Erbsenkanonen durch Duplinatoren ersetzt. Aber, naja, ich meine, kann man mal machen. Eine Reihe Schnapper kann durchaus nützlich sein. Ich mache noch ganz unten einen Duplinator. Oh, jetzt kommen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Erbsen auf einmal angeflogen. Wow. Noch ein Schnapper. Nom. Jetzt sind beide Zombies weg. Nom. Und ich kriege einen langweiligen Zettel. Aber das ist nicht schlimm. Denn der Zettel verheißt immer Gutes. Notiz gefunden. Hallo. Wir starten gleich einen Großangriff auf dein Haus. Herzlichst die Zombies. Oh yay. Diese Zettel, die sind immer so cool. Mit den ganzen Rechtschreibfehlern und so. Und jetzt sieht es auf ersten Blick sehr schwer aus, aber dann ist hier oben diese Leiste und ja, könnt ihr es sehen, da kommen gratis Pflanzen. Es macht es nicht unbedingt leichter, aber es ist auf jeden Fall besser als normal. Vor allem bei so vielen Zombies. Das ist richtig cool. Erbsenkanone machen wir hier. Ach ja, noch was. Die Musik ist auch richtig cool. Ich mach mal die Musik eben an. Also, das war diese tolle Musik. Und ich finde, die Musik ist in diesem Spiel richtig cool. Und ich denke, für dieses Mal werde ich meine Stimme ausschalten und die Musik anlassen. Einfach, weil sie so cool ist und weil das auch was Besonderes ist, hier dieses letzte Level zu spielen. Wenn euch das gefällt, dann gebt einen Daumen hoch oder schreibt es in die Kommentare oder je nachdem. Und wenn ihr das nicht wollt, dann schreibt das auch in die Kommentare. Ja, also ob ich halt Musik anlassen soll und nichts sagen bei diesen, ich sag mal, Bosskämpfen, oder ob ich meinen Mund halte und die Musik anmache bei den Bosskämpfen. Oder habe ich das gerade gesagt? Naja, ihr wisst, was ich meine. Entweder Stimme oder Musik. Und für dieses Mal lasse ich einfach nur die Musik an.
schon das tolle Minispiel und wie man sehen kann, ich habe das ganze Feld zugepflanzt. Okay, und wir kriegen eine neue Pflanze. Der Pustepilz. Kostet 0 Sonnen und lädt auch ziemlich schnell auf. Schießt über kurze Entfernung mit Sporen auf den Feind. Das ist der Nachteil, der hat nur eine kurze Entfernung. Und ist auch ein guter Pilz eigentlich. Nächstes Level. Nabend, Apple Stream. Diese Zombies geben einfach nicht auf, was? Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnen vom Himmel. Ich hab Sonnenblumen. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Ja, ja. Okay, ich wusste doch, dass du auch dort noch ein kleines Hirn drin hast. Unter deiner Haube. Zum Glück hast du ja auch noch ein paar Pustepilze. Oh ja, das ist toll, die sind kostenlos. Pflanze davon jetzt so viele wie möglich, dann ist alles paletti. Ja, das werde ich tun. Und ich habe auch ein Archivbild gekriegt, als ich die ganzen Zombies hochgesprengt habe. So, Pustepilz, schießt über kurze Entfernung, ist aber kostenlos und lädt sich schnell auf. Ja. Außerdem benutzen werde ich die Kartoffelmine, das da, ja. Vielleicht die noch und das. Sonst eigentlich brauche ich nichts. Und neuer Zombie, der Zeitungszombie und Gräber. Es gibt so viel zu erklären. Wie schon gesagt, nachts fallen keine Sonnen vom Himmel. Aber ich habe ja Pustepilze. Ein Pustepilz kann leicht einen Zombie down kriegen, einen normalen. Aber es empfiehlt sich trotzdem immer zwei zu pflanzen, weil man kann nie wissen. Die Gräber kann man übrigens nicht bepflanzen. Dort steht, Gräber können nicht bepflanzt werden. Und ihr werdet schon noch sehen, was es mit den Gräbern auf sich hat am Ende dieses Levels. So. Und es ist halt schwierig, an Sonnen zu kommen. Also wird meine Hauptverteidigung erstmal der Pustepilz. Ihr denkt jetzt sicher, boah, der ist ja übelste gut, weil er kostenlos ist und... Aber schaut mal. Er schießt nur ein Zombie auf 3 Blöcke Entfernung an. Das ist nicht gerade viel. Und jetzt ist Nacht. Und da gibt es natürlich besonders Pilze. Die brauchen nicht so viele Sonnen. Und sind dementsprechend halt auch nicht... Naja, ich finde die Pilze eigentlich ganz cool. Ist eine nette Idee. Man kann sagen, eine andere Art von Pflanze. Aber das Spiel ist trotzdem noch genauso strategisch und schwierig und leicht und was weiß ich. So. Ich kann ja inzwischen mal den neuen Zombie erklären, der Zeitungszombie. Der alte Opa mit der Zeitung. Der ist so ähnlich wie der Pylon-Zombie. Der hat halt eine Zeitung im Weg. Die hat aber sehr wenig Leben, die Zeitung. Ja, die Zeitung hat Leben. Und wenn die Zeitung kaputt ist, dreht er durch und er wird super schnell und rennt auf deine Pflanzen los. Na okay, super schnell ist übertrieben. So schnell, wie wenn ich mal laufe. Und ich krieg jetzt Geld. Spare etwas Geld, um coole Sachen zu kaufen. Mhm, das werde ich nämlich. Den Katzenschwanz werde ich mir davon kaufen. Da ist er auch schon. Ihr werdet es gleich sehen. Die Zeitung nimmt schon Schaden. Der Zombie... Jetzt ist er wütend, jetzt wird er schnell. Und jetzt frisst er mir die Armpustepilzchen weg. So, jetzt habe ich auch genug Sachen. Jetzt kann ich mir endlich mal vernünftige Pflanzen kaufen. Hagelzuckererbse. Und er schützt sich durch dieses Zombieblatt einfach mal sein Körper. Das heißt, er kann erst eingefroren werden, wenn das da weg ist. Ja, ist nicht ganz so schlimm, weil dieses Blatt geht sehr, sehr schnell kaputt. Ich glaube, ich mache noch eine Reihe Pustepilze. Man kann nie wissen. Ich mache erst Hagelzuckererbsen. Das liegt daran, dass ich schon 2 Reihen Sonnenblumen habe. In Nachtlevel braucht man wirklich nicht so viel. Ich habe schon 20 Euro. Eine 10-Cent-Münze ist hier 20 Euro. Aus irgendeinem Grund. Oder egal. Irgendwie so was war. Ich habe auf so eine silberne Münze gedrückt und es waren gleich 10 Euro. Naja. Und da gibt es noch eine. Ich habe schon 30. So viel Geld. Für 30 Euro kann man sich ganz viele Döner kaufen. Oder, oh, eine Goldmünze und die gibt gleich 50.
80. Das scheint jetzt relativ viel zu sein, aber ich sag's euch gleich schon mal. Der Katzenschwanz kostet 5000. Aber ich kann ihn auch noch erst in der vorletzten Stage kaufen. Aber dafür ist er gut. Und ich werde ihn sehr, sehr oft benutzen. Ungefähr so oft wie, naja. Der Katzenschwanz, das ist dann auch noch ein bisschen kompliziert zu handeln, weil... Ah ja, und jetzt sieht man, aus den Gräbern kommen Zombies raus. Nicht sehr schön. Also der Katzenschwanz, den kann man auch nicht überall pflanzen, aber das wird man dann auch in der nächsten Stage sehen und... Ja. Jetzt ist erstmal die Nachtstage angesagt. Nachtstage. Juhu. Sterbet ihr Zombies. Und ich kriege einen neuen Pilz. Und ja, die Rasenmähre verwandelt sich in Geld. Das ist sehr gut. Sonnenpilz. Gibt dir zuerst kleine, später normale Sonnen. Das kann man so erklären. Der kostet 25, die Hälfte einer Sonnenblume. Am Anfang ist es so ein kleiner Pilz, der dir einfach, wenn man einfach eine kleine Sonne gibt, die 15 Sonnenpunkte bringt. Irgendwann wächst dann, der ist wie eine normale Sonnenblume. Und deswegen werde ich ab jetzt in den Nachtleveln keine Sonnenblume mehr benutzen, weil ich diesen tollen Pilz habe. Mal sehen, gibt es noch irgendwelche Erfolge, die ich machen könnte? Abenteuermodus, ja, goldene Sonnenblume, E-Zombie, Schnurrbart, ja, alle 29 Pflanzen, Tagpoolplan, das könnte für mich interessant sein, aber das habe ich ja schon vorgelesen. In einem Level 30 Münzen in Folge sammeln, ohne dass welche verschwinden, aber ich glaube, das geht noch nicht. Guten Morgen, ein Taglevel abschließen. Und dabei nur Pilze und Kartoffelbohnen und Kaffeebohnen benutzen. Ja, das geht auch nicht. Keine Pilze unter uns. Ein Nachtlevel abschließen, ohne irgendwelche Pilze zu pflanzen. Oh, das wird schwer. Ich darf keine Pilze benutzen. Shit. Ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie vermasselt. Könnte sein. Ist nicht schlimm. Ich werde wahrscheinlich eh nicht alle kriegen, alle Archivfans, weil vor allem das hier, Baum der Weisheit 100 Fuß hochwachsen lassen, das dauert ewig. Das wollt ihr nicht wirklich sehen. Aber okay, und damit wäre dieser wundertolle Part von Pflanzen gegen Zombies beendet. Ciao.